Jetzt willkommen, Kapitän bei World of Warship. Ich spiele mal die Ziden. Die Ziden habe ich so, kann man sagen, wo die deutschen Schlachtkreuzer, also mal Vorabzugang kamen, ja. Habe ich in den Korb ein oder zwei Runden gespielt. Da habe ich ja, weil natürlich, wenn man die Dinge kauft, ja, wie bei französischen, die britischen Schlachtschiffen, bis zu Stufe 9 oder bis gleich auf Stufe 10. Und ich habe ja natürlich gleich Stufe 9 gespielt. Und die Ziden überhaupt, kann man sagen, nicht richtig gespielt. Diesmal spiele ich mal die Ziden mal richtig mal. Das heißt, ich werde die Ziden komplett durchspielen. Und so meine, mal gucken, wie so meine Eindrücke sind. Weil ich kann ja sagen, wie die Ruprecht ist ja ein bisschen. Also Ruprecht ist nicht schlecht. Ja. Ist so eine Sache. Was persönlich ist, also mal, was mir bei den deutschen Schlachtkreuzern mir so relativ gut gefällt. Der hintere Turm ist 360 Grad drehbar. Was der eine hat, leider nicht hat, ist eigentlich ein bisschen schade, weil hier hat das irgendwie komplett verpennt. Also ich finde schade, der Turm hier nicht 360 Grad drehbar ist. Also ich würde mich hoffen, das Wargaming, dass mir der nächste immer mal patchen tut, der hintere Turm auch irgendwie 360 Grad drehbar wird. Also ich würde mich freuen. Seht ihr, der Abschussrampe für ein Flugzeug. Ach, ha, stimmt ja. Ha, der Aufklärungsflugzeug. Ich habe das Ding selber gespielt. Komplett vergessen. Ja, die Runden mit Anhalt, die waren einfach nur kraus. Deswegen. So, Zeten. Eigentlich kann man sagen, ein sehr interessantes Schiff. Kann man sagen, wenn man das Ding so sieht, dann natürlich Star Wars, Sternkreuzer. So ähnlich sieht das Ding einfach. Also kann man sagen, 1-2 sieht das Ding so aus. Also wo das Ding erst gesehen hat, denke, boah, was ist das? Da wurde als. Es gab schon die ersten Memes mit dem Schiff schon. Aber hat sich nach und nach ja sicher etwas wieder beruhigt. Aber ich glaube, dieses Schiff wurde, kann man sagen, ist schon eigentlich in World of Warship Archhafen gebrandmarkt wegen dem Kommandoturm einfach oder Kommandoplatz. Also es sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus, sehr ungewöhnliche Form. Zieten da hat, wie man sieht hier, 3x2, das heißt, es ist ein bisschen ungewöhnlich für die Deutschen, sonst haben die Deutschen immer so, kann man sagen, außer die Gleisenau, ja, hat ja auch 3x2, aber da hat die Gleisenau natürlich zwei Fronttürme und der dritte Turm ist hinten. Hier hat man leider nur einen Frontturm und die zwei sind leider hinten. Ist ein bisschen sehr komisch zu spielen. Mal gucken, wie die Zieten mir ist. Weil die Zieten hat hier relativ, ja, ganz gut, sagt 27, ist okay, 32. Also mit Haibeschuss müssen wir arg aufpassen. Breitseite, boah, Panzerung ist auch so wie nicht dolle. Also Breitseite, wie man sieht, nicht wirklich fahren, eher ein bisschen lieber vermeiden, sonst gibt es richtig was auf die Klatsche. Kanonenmäßig, wir haben hier unüblich für die Deutschen hier 406 mm, das ist sehr ungewöhnlich. Das hast du eigentlich ab Stufe 9 erst mit den Friedrich. Aber hier, das haben wir hier gleich auf Stufe 8 schon mal. Also mal gucken, wie das ist. Ich glaube, die Ruprecht hat auch, glaube ich, die Kaliber. Mal gucken, wie es ist. Ich habe, glaube ich, die Ziden gar nicht ausgepackt, komplett Stock. Meine persönliche Meinung, viele sind am Streiten hin und her. Viele sagen, Deutschen, sagen wir, den Schlachtkreuzer bauen, sind eigentlich Schlachtkreuzer, keine Schlachtschiffe. Da gibt es leider Unterschiede, ja, weil wir so relativ. Wir haben Geschütze wie ein Schlachtschiff, aber nur ein Panzer für einen Kreuzer. Das ist so ein Mixbugs bisschen. Hier sowieso sagt hier bei den zwei unbedingt auf Secondary. Kann man machen, muss man nicht. Also komplett auf Secondary würde ich eher nicht gehen. Also ist meine persönliche Meinung. Eher mit Skills gehen. Hier habe ich das ja schon mal geskillt. Genau, sondern die beim Film im Endeffekt ja noch. Welche Beine hier skillen würde. Mit meinen Hauptgeschützen. Würde ich auf 10-1 kommen. Ist ganz guter Wert, aber so Stockwert bin ich bei 8,4. Also hier habe ich zusätzlich noch Triggerzünder geskillt. Weil mit Brandschwelligkeit hin und her kommst du fast auf Wert auf 0 Beine. Also es wird empfohlen, aber ist Geschmackssache. So. Mal gucken, wie die Zieten ist. Wie gesagt, ich fahre das Ding komplett Stock. Das heißt, Reichweite und Kurve würde ich nicht persönlich ausbauen. Ich möchte das Ding komplett Stock fahren, wirklich genießen. Und nicht einfach so, ich bin relativ wieder auf Stufe 9 schon. Ruprecht, kenne ich die Spielweise, ist auch kein schlechter Schiff. So. So habe ich jetzt mal die Bunis erstmal hier verteilt, alles bisschen. So. Die Signale sind so.
Deswegen, also ich bin hier, ich gehe lieber bei den Schiffen lieber komplett auf Genauigkeit. Weil natürlich typisch deutsch, die Deutschen können teilweise auch schielen. Deswegen bin ich eher auf Genauigkeit gegangen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Mal gucken, wie es wird. Also, Ruprecht habe ich ja schon ein paar Runden gespielt. Heinrich ist auch nicht schlecht auf Stufe 7, da habe ich relativ viel gemeckert, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die Granaten und sonst irgendwas hat so wie nie richtig was funktioniert. Chancemäßig war es nur ganz okay. Also es war auch wirklich ein paar guten Runden dabei auch. Aber nicht so, boah, massive, das ist das Ding völlig geil und sonst irgendwas. Naja, okay, wie ist denn jetzt? Hier kann man sagen, Top-Tier, mal gucken. 8er CV sind dabei. U-Boot, Zerstörer, Kreuzer, also so kann man sagen, Mixmax. Aber diesmal relativ viele Schlachtschiffe. Das ist sehr ungewöhnlich. Mal gucken. Ja, dazu noch, wir haben ja schon eine nette Hydro auch schon dabei. Die guten Hydro, das haben sie leider entfernt. European Combined Grand Fleet. Mal gucken, wie die Ziegen ist. Das sieht erstmal richtig strange aus mit den Turmen vorne. Also, was mir persönlich gut gefällt, natürlich deutsch, der Torpedowinkel bei den Anhalt hat mir das überhaupt nicht so wirklich richtig gut gefallen. War so komisch angeordnet. So. Anhalt im Gegnerteam. Na, ja, das sind zwei Achterschiffe. Ich denke, falls ich den weiter oben. Deswegen. So, dazu noch, wir haben begrenzte Material dabei. Chance mit begrenztes Team, Heal, Hydro und Co. Mal gucken. Also der 7er war echt ganz gut gegen 8er, nicht 8er, gegen 6er CVs. Also der hat da Heinrich richtig gut Damage gedrückt. Dann mal gucken, was die 10. hier machen. Deswegen habe ich mir immer gespannt. Okay, hier sind ja natürlich, hier sind das ja deutsche Flieger, die haben ja viel weniger Leben natürlich. Aber mal gucken. Dazu noch, wir haben hier relativ 12 Kilometer Torpedoreichweite, ist auch ganz okay. Aber was hier dann ein bisschen Manko ist, kann man schon sagen, Stockschiffe zu spielen ist meistens im Kraus. Aber kann auch nicht vermeiden. Ich könnte jetzt mit Frei EP das Ding komplett ausbauen, aber da bin ich so schnell wieder auf Stufe 9 wieder. Das möchte ich nicht. Also, ich möchte, wenn ich Schiffe wieder durchspiele, auch das genießen, ja, das mal. Okay, außer die Schiffe, wenn ich komplett mal Ewigkeit mal durchgespielt habe, natürlich da will ich die Module ausbauen, weil ich natürlich die Schiffe schon kenne und die schon lange besitze. Außer die Schiffe relativ neu sind, da würde ich die komplett resetten. Das habe ich bei den Niederländern auch gemacht, ja. Bis Stufe 10 hochgespielt, Bomben geresettet und gleich wieder von vorne angefangen. Weil da bin ich auch mit Stufe 9 angefangen und bin gleich auf Stufe 10 gewesen. Also so kann man die Schiffe auch nicht richtig genießen, ja. Und Erfahrung und nicht nur nebenbei nur ein bisschen Erfahrung sammeln, wie man Dinge spielt, sonst irgendwas. Also das fehlt mir ein bisschen. Also durch das Hochkaufen, ja, weißt du so wirklich nicht, wie die Schiffe richtig spielen sollst, ja. Und das fehlt mir ein bisschen daran. So, hier sind ja Bismarcks, die sind in Doppelpack. Das ist nicht so wirklich schön. Da kommt eine Mutzi-Matzi. Ich denke mal, die beiden Bismarcks sind, glaube ich, auf Secondary gerade geskillt, wie das aussieht. Werde ich ja gleich die Secondary ja nicht vermeiden. So. Fast 10.000 mit 4 Murmel. 6 über eine Luft. War nicht schlecht. Okay. Da war ein Kreuzer ein bisschen zu nah dran anscheinend. Also die beiden. Ja. Hey, 4. In der Luft. In der Luft. Open fire. So. なるほど. Ah, der ist gleich weggedreht.
Enemy ship is in sight. なるほど. In the Luft. Na? Oh, schön. Das ist gut. Gleich weggeflext. Der Zerstörer ist fast mal da drauf gegangen. Also die beiden Bismarcks, die hätten eigentlich rein theoretisch übelst hier pushen können. Aber das machen die noch nicht mal. Sollen wir recht sein. Ach shit, ja, war klar. Das war mir sowas von klar. Bei Bismarcks, die pushen echt nicht. Mal gucken, da habe ich gleich die Hippo gleich in der Breitseite. Also hier fehlt mir, hier hätte ich mir das Reichweitenmodul schon brauchen können. Na? Ach shit, tritt gleich ihn zu nein. Ach. Wenn das gleich gerochen hat. Ja, ich lasse mir die Frage mal ein bisschen Damage machen. Nee, also in A-Cap reinzupreschen, oder nee, C-Cap, dazu über mir sind Schlachtschiffe. Nee, also so lebensmittig bin ich auch wieder nicht. Trotzdem die Möglichkeit hätte, ja, da reinzupushen. Also mich wegschmeißen brauche ich mich in diese Runde nicht. Die Bismarcks, die pushen echt gar nicht. Null. Das ist so ungewöhnlich. Mal gucken, ob ich die meine Mutze gleich ein bisschen mitgebe. Zu verdrückt wird. Interessant Ding. Dafür habe ich deine Zitter erwischt. Also so stumpf rückwärts von so Breitseite von so einem Schlachtschiff. Also so mal zweimal überlegen. Hallo, danke. Also hier, wenn meine Zecke hätte, eigentlich rein theoretisch schon längst schon losschießen können. War rein theoretisch von der Aufteilung könnte ich einen langsam aggressiver mal spielen. Mal gucken, also die Mutze habe ich einen ganz guten mitgegeben. Wir haben hier, ah ja, okay, die Schiffe sind auch relativ gut voll. Müssen wir vielleicht umlang. Was machen die Schlachtschiffe? Erkissen! Das sind Schiffe 5 Schlachtschiffe, also das sind Schiffe 6er. Okay. Mutze, was machst du denn da? Wo fährst du weiter rückwärts? Muss man das verstehen? Glaube ich eher nicht.
deswegen Zielmodifikation einbauen, Streuung des Todes. Also ich will, glaube ich, will gerne weggeflext werden. Ja, wir anscheinend wieder nach vorne fahren. Bäm, weggeflext. So, klick. Also jetzt können die mal eigentlich die Schlachtschiffe hinter mir auch mal langsam aggressiver mal durchfahren. Also schießen würde ich persönlich gerade nicht, weil ich bin gerade im Cappen. Also gerade durchziehen. Also wenn ich jetzt schieße, kommen Mobile gegen mich. So, das will ich erstmal nicht. Durchballern und dann, wenn das Gegner offen ist, dann draufhalten. Also ich finde die eigentlich Runde ausgeglichen. Oh Gott. Ich hab 5 Treffer reingesammelt. What? Fünf Treffer und nur ein paar Damage? Also das ist eine schwache Ausbeute. Das wäre eigentlich für ein normales Schiff mindestens 20.000 wert. Okay, ich hau gerade auch in den Bismarck gerade Oberpanzer rein mit 406mm Kanonen. Auch nicht schlecht. Muss man auch mal schaffen. Okay, ich habe dafür auf die Mutze ein paar gute Designs drauf geholzt. Brauche ich mich eigentlich nicht beschweren. Zu kurz, Ventil. Nö, genau gereicht. Schön. Also die beiden Bismarcks, ohne Witz, die hätten eigentlich übelst viel Druck aufbauen können. Das haben sie nicht gemacht. Das ist ja so irgendwie schleierhaft. Warum die das nicht gemacht haben. Wir haben einen riesen Monster, klatsche, bäm. Okay. Boys, ja, würde ich mal auch sagen, es war ausgeglichen. Also, es wird nicht komplette Abschlachtung, würde ich mal sagen. Also, die beiden Bismarcks, die waren wirklich für mich fragwürdig. Also, die hätten eigentlich hier übelst Druck aufbauen können und sonst irgendwas. Aber das haben sie überhaupt gar nicht gemacht. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also die beiden Treffer auf die Bismarcks und der Damage war eigentlich fand ich ein bisschen mager. Also da hätte ich wenigstens mehr Schaden erwartet. Aber naja, ist trotzdem schadensmäßig. 83.000 Schaden, würde ich persönlich sagen, ist okay. Kein Must-Have, aber jeder sagen, ich schaffe locker 100k, sonst irgendwas. Ist halt so. So. Ja, Kreuz zum Flüchten. Also viele Schlachtschiffe waren bei uns auch relativ noch gut voll gewesen.
Also, das fährt ja die Krone, jetzt fährt der Kreuz hinter eine Insel, wo ich nicht mehr schießen kann. Merde. Ja, komm. Für mich nicht ein Seil, wenn du wenigstens auf dich nur drauf holst, bevor du verschwindest. Na? Jupp. Ducken höher gehalten. Ja, also wenn ich ein bisschen höher gehalten hätte, hätte ich wahrscheinlich deinen Zitter gedrückt noch. Ja, also kann man sagen. Okay, der U-Boot-Speer war glaube ich nicht der jetzt gewesen. Also ich glaube, Schaden habe ich gar nicht gedrückt. Also die Mutsu war ganz gut, aber die eine Bismarck da habe ich wirklich nicht so viel Schaden gedrückt. Also ich brauche mich nicht beschweren. Also ich fand die Runde persönlich ganz okay. Also es gibt viele Runden, die noch etwas besser sein können, ja. Aber naja. Ich würde sagen, das war erstmal die Folge mit den Ziehen erstmal. Also ich würde sagen, ja, bis jetzt ist es okay. Nachladezeit bin ich sehr zufrieden. Also 22,5 Sekunden, das ist irgendwie gefühlt geil. Also wirklich Bombe. Was hat eigentlich die Hubrechte eigentlich? 30 Sekunden. Krass. Also die Zieten hat echt übelst schnelle Geschütze. Also von Nachladezeit relativ echt sehr gut. Naja, also, wie gesagt, das war's von den Zieten. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.